ist mir egal. Das Bier, der Bierpreis interessiert mich überhaupt nicht. Ich nehme so viel ich eben brauche. Ja, fertig. Saftige Stelzen, knuspriges Kartoffelpuffer und gutes Bier. Das erwartet einen im Schweizer Haus im Prater. Heute eröffnet es und wir sind hier und fragen die Leute, was sie davon halten. Für mich macht das Schweizer Haus die Tradition aus. Dass die Stelze, manchmal ist es ganz gut, manchmal nicht. Es ist je nachdem. Und ich bin immer da, wenn die Musik ist, da tanze ich so gern. Die Kenner sind super. Also das muss einmal gesagt werden, weil die Kenner sind ja wirklich spitze, wie sie sich tragen am Tableau. Und jetzt freue ich mich auf ein Bier und auf einen Zibbernen. Ich glaube, die Tradition einfach, gutes Essen, gutes Bier und gute Laune. Alles, es ist das Gesamtpaket, was einfach stimmt. Stelze, Bier, Prater, Freizeitvergnügen. Das Bier ist dieses Jahr 30 Cent teurer geworden. Finden Sie, ist das gerechtfertigt? Ja, ist vollkommen in Ordnung, wenn man weiß, wie die Gastronomie unter den Kostensteigerungen zu leiden hat der vergangenen Jahre, ist das absolut, absolut im Rahmen des Machbaren. Und es geht ja auch um die Dienstleistung, die Atmosphäre, die man hier bekommt und die bekommt man sonst nirgends in Wien. Die Wirten bekommen eh 3 Preiserhöhungen im Jahr, in Wirklichkeit, wenn man eine weitergibt. Und die 30 Cent sind gerechtfertigt, das ist eine Show, das ist ein Lebensfeeling. Schweizer Haus gehört einfach dazu. Das war's jetzt von hier. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was bei eurer Bestellung im Schweizer Haus nicht fehlen darf. Bis dann.